An dieser Stelle trennen sich jetzt der Europa-Fernwanderweg Nummer 1, der geht jetzt da links weg, und der Europa-Fernwanderweg Nummer 6, der geht jetzt hier über die Straße und auf der anderen Seite weiter und dann wieder runter an die Flensburger Förde. Hier der erste Hinweis auf den Gendarmstien, auch ein bekannter Fernwanderweg, der der Küste entlang geht. Und ich gehe jetzt hier durch diesen Weg. Ich habe heute schon sehr schöne Wege. Hier auch wieder so eine Waldautobahn. Die meisten Höhenmeter habe ich schon hinter mir. Und jetzt komme ich, glaube ich, mehr oder weniger dann in den flacheren Teil. Von da unten bin ich jetzt wieder hochgestiegen, es geht da ganz leicht bergauf. Und da wäre noch ein See, vielleicht sieht man ihn dann von ganz oben noch ganz. Es ist da doch ziemlich ein hügeliges Gebiet. Da Richtung Flensburg. Man sieht da gar nichts mehr von der Stadt. Wir haben hier einen ganz interessanten Strauch, der noch am Blühen ist. Da unten ist ein See. Und da hat es auch noch einen ganz kleinen, oder zwei sogar. Und hier oben, diesem Hag entlang geht die Grenze. Ich komme jetzt da wieder zum Teil nach Deutschland rein und zum Teil bin ich in Dänemark. Und da sieht man dieses hügelige Gelände. Kaum habe ich die Höhe erreicht, geht es gerade wieder runter. Alles schön der Grenze entlang. Und da unten muss noch ein Sumpfgebiet sein. Und auf der anderen Seite geht es dann sicher wieder hoch. Und schön blüht. Ist doch einfach schön. Und das muss noch ein Grenzstein sein hier. Da ist sogar eine Türe. Für den Durchgang nach Deutschland. Geht auch ein Wanderweg rüber nach Niehus. Und da hier bin ich jetzt schon in der Ebene unten. Ein schönes Naturparadies. Da geht jetzt die Grenze diesem Bach entlang.
schönes Naturparadies. Und von da bin ich jetzt gekommen. Und mein Wanderweg empfiehlt sich jetzt hier von der Grenze weg. Dann noch eine Stelle, wo wir ganz nah an die Grenze kommen. Aber so nah wie jetzt kommen wir nirgends mehr. Wow. Ein Sumpfgebiet. Das ist noch schwierig durchzukommen. Ja, es ist einigermaßen gegangen. Da hinten, irgendwo da hier durch, geht die Grenze wieder Deutschland, Dänemark. Und ich glaube, das ist ein künstlich angelegter See. Jetzt bin ich da schon auf dem Hochplateau oben. Da unten hat noch eine historische Bedeutung. Ich muss dann aber zu Hause das alles noch nachlesen, weil ich kann das nicht so gut auf Dänisch. Ist ja hier alles beschrieben. Junge Bay, aber ja, ich kann es nicht erklären. Muss dann das zu Hause noch nachholen. So eine schöne Umgebung. Da fuhr früher noch ein Zug, war eine Nebenstrecke. Und ging dann hier weiter. Die Bahnstrecke ist aber schon sehr, sehr lange eingestellt. So, jetzt gehe ich hier hoch. Ein kleines Dorf. Da vorne hat es noch ein strohgedecktes Haus. Ganz schöne Häuser. Da vorne muss auch ein ganz altes sein.
Jetzt sehen wir große weite Felder. Und da ist ganz eine schwarze Wolke. Ich hoffe, dass noch kein Regen kommt. Ich muss jetzt dann mehr in diese Richtung hier. Ich bin ja da jetzt auf dem Ochsenweg, ein historischer Weg. Und natürlich der E1. Blüht hier schön, ist ganz schön. Ein kleiner Teich. Und ein Rastplatz. Da vorne sieht man noch die Kirche, wo ich vorher noch kurz drin war. Und so wie es aussieht, habe ich im Moment noch Glück. Das schwarze Gebiet ist mehr da hier drüben. Und ich gehe ja jetzt dann so diese Richtung. Wie das hier blüht. Das ist einfach eine Pracht. So schön. Ein moderner Kreisel. Und da hinten ist gar nicht gutes Wetter. Zum Glück bin ich nicht dort. Das ist die Autobahn. Da werde ich dann heute Abend durchfahren Richtung Hamburg. Und Berlin. Und da vorne, da muss ich jetzt dann abzweigen. Wieder den Ochsenweg, diesem Lärm weg. Da ganz hinten sieht man den Kirchturm, diese Kirche, wo ich drin war. Da werden neue Gebäude gebaut. Oh, zum guten Glück bin ich von dieser Straße weg. Und wieder hier auf dem Ochsenweg. Wieder schönes Vogelkonzert. Und da bin ich jetzt wirklich wieder in der Natur. Das gefällt mir jetzt wieder besser als vorne an dieser großen Straße. Da ist der Wald schon dicht. Jetzt habe ich da einen Grasweg. Aber es ist auf jeden Fall besser als auf die Straße zu gehen. Und das ist ja alles flach. Übrigens, ich bin nicht der Einzige heute. Einer ist mir schon entgegengekommen und eine Person ist da vorne. Dann habe ich leichten
Regenschauer. Aber momentan nehme ich noch nichts nach vorne. Ich habe so das Gefühl, das hört wieder bald auf. Jetzt zeige ich euch eine Sensation. Diese Brücke ist 1818 gebaut worden. Uralt. Schönes Tal. Okay, 1818. Glaube ich, die älteste Brücke hier auf dem Ochsenweg. So, jetzt muss ich hier durch. Jetzt hatte ich kurz einen Moment wieder Asphalt. Und da habe ich jetzt wieder einen Naturweg. Und da draußen ist alles flach. Alles. Auch auf dieser Seite. Das ist für mich nicht so eine große Herausforderung. Ich, wo sonst gewohnt bin, Steigungen zu machen. Heute hatte ich ja am Anfang. Und jetzt wieder keine mehr. Und die am Anfang waren auch nicht so schlimm. Da hier vorne sieht es aus wie ein Tunnel. Blumen am Weg. Es ist heute eine Wonne, so zu wandern. Es ist auch nicht heiß. Ein bisschen gewitterhaft. Aber ja, ich bin so zufrieden. Es hat jetzt gerade ein bisschen geregnet. Nicht lange, ich habe auch nichts angezogen. Ein schöner kleiner See. Birken. Schon ganz so wie im Norden. He? Schön. Da ist ein kleiner Kanal am Weg entlang. So, nicht so viel Wasser. Aber es ist eine traumhaft schöne Gegend da, in diesem Wald. Da draußen hat es auch noch irgendwie Sumpfgebiet. Da vorne die Windräder, gehen nur ganz langsam um und ich habe jetzt hier wieder einen Weg über die Felder. Alles flach, soweit das Auge reicht. Da komme ich jetzt zu Entwässerungsgräben und da vorne hat es die ersten Kühe. Oh, die Weite.
komme ich da überhaupt noch an mein Ziel? Weit und breit kein Haus, nichts. Schöne Naturwege. Aber wenn hier ein heftiges Gewitter käme, ist man dem wirklich voll ausgeliefert. Oh, da hinten ist eine Regenfront. Dort regnet es. Zum Glück gehe ich von Flensburg weg. Wieder ein großes Feld. Oh. Irgendwo da hinten bin ich durchgekommen. Aber ich kann nicht sagen, wo. Aber der Weg ist sehr gut ausgeschildert. Und jetzt geht's hier durch. Das sind auch große Bauernbetriebe. Und irgendwo da vorne dann ist mein Ziel. Da von auf diese Straße komme ich jetzt her und geht auch hier noch weiter auf diese Straße. Aber jetzt, ich habe nicht so weit her. Mal eine Rundumsicht. Da habe ich ziemlich lang eine Asphaltstraße gehabt. Da vorne irgendwo ist die Bahnlinie. Und wir hatten jetzt ziemlich Regen. Graupelschauer drin. Da vorne sieht man noch, es ist ziemlich stark geregnet. Ich hoffe, dass ich jetzt durchkomme, ohne Regen noch. In diese Richtung werde ich dann mit dem Zug weiterreisen, nach Hause. Und hier in diese Richtung geht jetzt mein Weg. Da alles der Bahn entlang. Und das noch ein Blick. Dort vorne bei diesen Windrädern war ich, glaube ich. Ja. Übrigens, die Bahn fährt bis zu der Flensburger Förde runter. Und hört dann dort auf. So, jetzt durch das schön nasse Gras. Na jetzt, ich hoffe, dass dann noch ein Zug kommt, dass ich sie einen noch aufnehmen kann. Da drüben hat es ein Lager, irgendwie Öl oder sowas, oder Benzin. Und mein Etappenziel ist da hier vorne. Die Autobahn höre ich auch schon. Es geht nicht mehr weit. Und hier wieder weite, weite Felder. Da ist das Industriegebiet von Kliplev. Und mein Weg
geht jetzt hier durch. Sehr romantisch. Und auf der anderen Seite wäre die Bahn. Von da bin ich jetzt gekommen. Und der Weg geht das nächste Mal hier weiter. Ich gehe jetzt so Richtung Dorf, Richtung Bahnhof. Ganz eine interessante Kirche. Also mir gefällt sie. Das ist ganz was Spezielles. Das ist noch der Friedhof von Chyplev. Ich bin jetzt Richtung Bahnhof unterwegs. Ich hatte ganz eine schöne Wanderung. Es sind etwas über 32 Kilometer geworden. Sogar 33. Ich warte jetzt noch eine Stunde auf den Zug und dann geht es wieder nach Hause. Es hat sich gelohnt, diese weite Fahrt hierhin zu machen. Es ist, da war sehr schön. Dem Wetter hatte ich auch ziemlich Glück. Zwischendurch ein bisschen Regen. Mit dem Zug könnte ich übrigens bis Kopenhagen, sein Intercity, aber das werde ich natürlich nicht machen. Jetzt bin ich am Bahnhof, diese Seite her kommt der Zug und hier fährt er dann weiter.